jeder Tag ist ein Neubeginn. Wer weiß schon heute, wo wir morgen sind, wenn morgen wieder alles neu beginnt. Das ist das erste deutsche Fernsehen mit einer Tagesschau. Bonn. Und jetzt sind wir da. Und wir sind, glaube ich, mitten im Zentrum, was ich mir ein bisschen größer vorgestellt habe. Aber ich muss sagen, dass es schon recht schön ist. Klein, aber fein. Aber das ist schon schön hier. Wollt ihr mal wissen, wo wir unsere ganze Inspiration für unsere Musik herholen? Da, 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 da. Unser großes Vorbild, unser Idol, Beethoven. Okay, wir befinden uns in Bonn, der ehemaligen Hauptstadt in Deutschland. Schön ist sie, das Wetter nicht so. Hinter uns ist die Münsterkirche. Und jetzt checken wir mal ein bisschen durch Bonn. Da ist unser Taxi. Hallo. Hi. Danke. Auf geht's, kleine Tour. Super. Anschnallen nicht vergessen. Wie lange bist du schon Taxifahrer? Ich fahre mal seit jetzt 1996, wo das Regierungssitz war. Und dann hast du die ganzen alten Politiker rumgegurkt. Wenn der Sitzung hier in Bonn war, also dann haben wir richtig hin und her gefahren. Aber nach dem Umzug jetzt in Bonn gibt es nicht so viel. Aber die Gebäude sind noch da und sind leer, oder wie? Alles ist leer, also die machen gar nichts. Kann man da Partys machen? So, jetzt gleich kommt das auf der rechten Seite, arabische Botschaft. Das ist ganz schlimmer Fall in Bonn. Was? Zerfällt alles. Oh, yeah, yeah. Und keine kümmert sich darum. Was ich mich frage, warum Berlin nicht von Anfang an Hauptstadt geworden ist. Also damals war das Berlin in zwei geteilt. Da ging das nicht. Stimmt, da war ja was. Wir haben vorübergehend Bonn gewählt, weil da der Kanzler Konrad Adenauer in der Nähe gewohnt hat. Ja, das ist die Hofgarten, jetzt das die Uni. Ist das der Hofgarten? Jawohl. Der ist ja ziemlich groß. Und da waren die berüchtigten Demonstrationen. Hier war das, genau. Ah. 100.000 Leute. Die Leute, die gegen die Regierung waren. Oh, jetzt geht's zur deutschen Welle. Also, wir sind hier jetzt am Rhein. Ja, ein bisschen größer als dieser. So, wir sind angekommen. Sami, ich danke dir vielmals, dass du uns hier rumgefahren hast. Sehr gerne. War sehr informativ. Wir schauen uns jetzt noch mal Bonn an. Jawohl, bitte schön, sehr gerne. Ciao. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dir auch. Schönen Tag, dann. Tschüss.